Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Cold Case, wie eigentlich fast immer auf diesem Kanal. Allerdings um einen geklärten Fall. Allerdings ist der Tathergang bis heute nicht lückenlos geklärt und auch das Opfer konnte bis heute nicht gefunden werden. Der Fall war Filmfall 3 in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 5. Oktober 1990. Die Tat wurde 1989 begangen. Also ist der Fall mittlerweile 32 Jahre alt. Und das Opfer wäre mittlerweile 52 Jahre alt. Ich mache den Fall jetzt, weil er, wie soll ich sagen, jetzt zeitlich ganz gut passt. Denn die Tat hat sich kurz vor Weihnachten 1989 zugetragen. Die letzten News zur Aufklärung des Falls gab es im Jahr 2011, also 22 Jahre nachdem die Tat begangen wurde. Es geht um den zunächst vermisst gemeldeten, damals 20-jährigen Lorenz R. Nicht zu verwechseln mit dem Fall Lorenz D., den viele von euch noch in Erinnerung haben, so wie ich es auf jeden Fall in den Kommentaren immer lesen konnte. Der 20-jährige Lorenz R. hatte in der Nacht vor dem Heiligen Abend 1989, also die Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 1989, in der Lentinger Diskothek Tropic verbracht. Diese Diskothek war eine Art Stammlokal von ihm und er besuchte diese mehrfach in der Woche. Vom Beruf war er Elektriker und arbeitete bei einer Baufirma in Ingolstadt. Von seinen Freunden wurde er Lenz genannt. Sein bevorzugter Besuchstag der Diskothek war aber immer der Freitag. Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag gab es immer eine sogenannte Verlosung. Und an diesem Abend gab es einen großen Jackpot, denn es warteten 1000 D-Mark, um gewonnen zu werden. Das Ganze lief damals so ab. Jeder Gast hat für ein Getränk, welches er gekauft hat, in dieser Nacht ein Los erhalten. Und aus diesen 5 Losen wurden dann 5 Gewinner gezogen. Diese 5 Gewinner durften dann mit einem Dartpfeil auf eine Wand mit Luftballons werfen. In einem dieser Luftballons befand sich dann der Hauptgewinn und in den anderen waren Trostpreise, wie zum Beispiel Getränkegutscheine. An diesem Abend oder in dieser Nacht waren an der Wand 16 Luftballons angebracht. Um 1.30 Uhr am Morgen des 23. Dezember kam es dann zur Auslosung. Lorenz hatte Glück und sein Los wurde gezogen und er durfte einen Dartpfeil werfen. Auch hier hatte er wieder Glück und traf nicht nur den Ballon, sondern er traf den Ballon mit dem Hauptgewinn. Diesen Gewinn der 1000 D-Mark hat er dann mit 2 Freunden gefeiert und hat auch dazu noch weitere Bekannte eingeladen. In der Aktenzeichen XY-Sendung wird dann auf eine merkwürdige Situation hingewiesen. Und zwar wollte ein Bekannter von ihm unbedingt noch sehen, ob der Gastwirt, der Diskothekenbesitzer, das Geld wirklich ausgezahlt hat. Und Lorenz zeigt ihm das Geld dann in seinem Portemonnaie. Ging 3 Uhr, sagte Lorenz dann, dass er zum Rasthaus Köchinger Forst an der Autobahn nach Nürnberg fahren wollte, da er Hunger hatte. Dieses Rasthaus ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Er hat dann laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y noch gefragt, ob jemand mitkommen möchte. Aber keiner wollte. Und dann wäre oder soll er alleine zu dem Restaurant gefahren sein.
Kurze Erklärung noch, also zu diesem Restaurant sind halt dann viele Gäste der Diskothek und wohl auch der Diskothekenbetreiber nach Feierabend dann gefahren, also wenn die Diskothek zu hatte, um dort noch etwas zu essen. War wohl auch so ein allgemeiner Treffpunkt. Lorenz soll dann gegen 3 Uhr von der Diskothek losgefahren sein. Aber niemand konnte sich daran erinnern, später im Restaurant Lorenz gesehen zu haben. Seit dem Zeitpunkt des Verschwindens oder des Verlassens der Diskothek sind er und sein Auto verschwunden. In der Aktenzeichen XY-Sendung wird dann noch ein Fokus darauf gelegt, auf etwas, was sich zugetragen hat, so circa eine Woche bevor Lorenz verschwand. Und zwar wird dort eine Szene dargestellt, von der man vermutete, dass sie eventuell etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte. Und zwar spielt diese Szene am 15. Dezember. Und zwar ist das genau eine Woche, bevor Lorenz dann verschwand. Er war an diesem Abend auch in der Diskothek. Und ein Bekannter hat ihn dann gefragt, warum er an diesem Tag denn nicht zur Arbeit gegangen ist. Lorenz gesteht dann, dass er an diesem Tag blau gemacht hat und erzählt auch mehrfacher Nachfrage seinen Freunden, dass es daran lag, dass er eine Frau kennengelernt hat, diese aber schwanger ist von ihrem Ex-Freund und er jetzt überlegen muss, was er macht. Also ob er eine Beziehung mit ihr eingehen möchte. Auch am darauffolgenden Montag, dem 18. Dezember, erscheint er wieder nicht zur Arbeit und meldet sich krank und hat dann wohl zugesagt, am Dienstag wieder zur Arbeit zu kommen und war dann am Dienstag auch wieder ganz normal bei der Arbeit. Aber diese Situation bzw. diese Frau hat nichts mit dem späteren Verschwinden von Lorenz zu tun. Kommen wir wieder zurück auf den Abend, den 23. Dezember, besser gesagt an dem Morgen. Laut der Darstellung in Aktenzeichen Y war Lorenz noch in der Lage, Auto zu fahren. Mehr als 11 Jahre später hat die Kriminalpolizei Ingolstadt den Fall dann aufgeklärt. Zwei Bekannte hatten den Vermissten in der eiskalten Nacht in einem Wald ausgesetzt, weil er nach einem Disco-Besuch angeblich betrunken randaliert haben soll. Einen Tag später fahren die beiden Bekannten zu dem Platz, wo sie Lorenz in seinem Wagen zurückgelassen haben. Sie haben Lorenz und das Auto zusammen versenkt in der Donau. Lorenz und sein Auto wurden nie gefunden. Die Familie hat damals umgehend Anzeige erstattet, also Vermisstenanzeige, als Lorenz nicht wieder auftauchte. Aber die Polizei hat nicht richtig ermittelt, weil er ja ein erwachsener Mann war und zu diesem Zeitpunkt auch Urlaub hatte. Die Polizei hat es eben weiterhin damit begründet, junge Leute tauchen öfter mal für ein paar Tage ab. Und die Fälle lösen sich dann ganz einfach in Wohlgefallen auf. Da wurde zum Beispiel der Zusammenhang hergestellt zu der Geschichte, die sich eine Woche vorher zugetragen hat. Da hatte Lorenz ja darüber berichtet, dass er jemanden kennengelernt hatte. Und die Polizei ging davon aus, dass sein Verschwinden oder sein Wegbleiben ganz einfach mit dieser Frau zusammenhängt. Zumal er anscheinend aus diesen Gründen auch schon 2 Tage nicht zur Arbeit gekommen ist und sich krank gemeldet hatte. Dann wurde die Polizei aber doch aktiv, als sie genauer über den Umstand informiert wurden, dass Lenz in der Diskothek die 1000 D-Mark gewonnen hat. In der Diskothek hatte er dann wohl eine Flasche Whisky ausgegeben und das meiste davon selber getrunken. Und er sollte dann auch ziemlich betrunken gewesen sein. In einem anderen Artikel wird darüber gesprochen, dass er so betrunken gewesen sei, dass er nicht einmal mehr alleine stehen konnte.
Dann ging die Polizei davon aus, dass jemand eventuell diese Hilflosigkeit ausgenutzt hat und ihm das Geld raubte. Und merkwürdig war ihm auch das Verschwinden des weißen Golf mit dem Kennzeichen Emil Ida, Trennung Zeppelin Caesar 59. Denn dieser war auch komplett verschwunden. Wie schon gesagt, wurde ja der Fall auch in Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Allerdings gab es da zwei Hinweise, aber die sind wohl alle irgendwie im Sand verlaufen. Weil die Polizei nicht gleich aktiv wurde, wurde die Familie sehr schnell aktiv. Und hat unter anderem den Diskothekenbetreiber angerufen. Und war damit eigentlich schon sehr nahe an der Lösung des Falls, ohne dass sie dies zunächst erkennen konnten. Da es keine weiteren Ermittlungsansätze gab, auch nach der Aktenzeichen XY-Sendung nicht, wurde die Akte erst einmal geschlossen. In dem Bericht vom Donaukurier wird auch darüber berichtet, dass der Vater von Lenz vor seinem Verschwinden bereits an einem Herzinfarkt gestorben ist. Der ältere Bruder starb an einem Hirntumor und ein weiterer Bruder starb auch noch an einer Herzerkrankung. Das heißt, die Familie hatte schon ziemlich viele Schicksalsschläge erlitten und dann verschwand auch noch der Lenz spurlos. Es konnte sich niemand vorstellen in der Familie, dass dieser einfach so verschwunden ist, denn er war immer zuverlässig gewesen. Im Februar 2001 hat die Ingolstädter Kripo den vermissten Fall dann überraschend neu aufgerollt. Und schon im März meldeten sie dann die Klärung des Falls. Und zwar hatten zwei Bekannte Lorenz nach ihren Aussagen in dieser Nacht in seinem Auto nach Hause bringen wollen. Lorenz habe aber während der Fahrt sehr atypisch reagiert, hätte halluziniert, unter anderem von Außerirdischen. Um dies zu unterbinden, hat dann der Fahrer des Wagens Lorenz nach seinen Aussagen einen Faustschlag verpasst, um ihn ruhig zu stellen. Von diesem Faustschlag hat Lorenz dann eine Platzwunde davon getragen. Daraufhin sei dieser Fahrer dann zu dem anderen Fahrzeug gegangen mit dem anderen Bekannten, welches ihnen gefolgt sei. Der hatte dort dann gewartet. Er stieg dann in den Wagen des anderen Bekannten ein und die beiden haben Lorenz in seinem Wagen zurückgelassen. Am nächsten Tag fuhren die beiden Bekannten zu dem Platz zurück, wo sie Lorenz in seinem Auto zurückgelassen haben. Entweder fühlten sie sich schuldig oder sie hatten einfach Angst bekommen. Sie fanden Lorenz dann tot in seinem Auto. Der Gutachter ging davon aus, dass Lorenz entweder erfroren ist, da es sich da um Temperaturen um 0 Grad handelte, oder er könnte aufgrund seines Zustands auch einfach an seinem Erbrochenen erstickt sein. Daraufhin haben die beiden dann Kontakt zu einem Diskothekenbetreiber aufgenommen und haben ihn gefragt, was sie jetzt tun sollen. Und der Gastronom hat dann wohl geantwortet, sie sollen sich nicht so dumm anstellen und die Leiche verschwinden lassen. Angeblich haben die beiden oder die beiden zusammen mit dem Diskothekenbetreiber dann das Auto mit Lorenz zusammen bei Großmehring in der Donau versenkt. Es wurden mehrere Suchen durchgeführt, aber weder Überreste von Lorenz noch konnte das Auto gefunden werden. Den beiden Bekannten wurde dann der Prozess gemacht. Zum Zeitpunkt des Prozesses waren beide 32 Jahre alt. Der Bekannte, der bei Lorenz im Auto gesessen hatte, wurde nach Jugendstrafrecht zu einem Jahr und 10 Monaten Haft verurteilt.
Der andere, der mit dem Wagen gefolgt war, zu einem Jahr und 6 Monaten. Beide nach Jugendstrafrecht. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Die Begründung oder die Urteilsfindung beruhte darauf, dass sie wegen Aussetzung mit Todesfolge eines Hilflosen, der sich in ihrer Obhut befunden hatte, schuldig gemacht hatte. Was mit dem Gewinn aus dem Jackpot von Lawrence geworden ist, bleibt eine offene Frage. Denn da konnte nichts geklärt werden. Es konnte auch nicht bewiesen werden, dass der Bekannte, der das Auto von Lawrence gesteuert hat, vielleicht auch mit ihm gekämpft hat, um ihm die 1000 Mark abzunehmen. In dem Ort wird weiterhin gemunkelt, dass Lawrence wegen des Geldes sterben musste. Im Januar 2003 wurde dann der Diskothekenbetreiber zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt, da er den Tipp gegeben hatte, die Leiche zu versenken. Das war nämlich der Grund, weshalb der Fall dann erst so spät gelöst werden konnte. Weiterhin führten die Richter an, dass der Angeklagte wegen der Verheimlichung des Tats den Opfern eine erhebliche seelische Belastung zugefügt hat. So, das war jetzt erstmal der Fall und sagen wir mal die bisherige Auflösung, wenn es dann eine Auflösung ist. Interessant wäre natürlich zu wissen, ist denn der Bekannte, der in der Diskothek nach dem Geld gefragt haben soll und es sich zeigen ließ, eventuell einer der Bekannten gewesen, die Lawrence dann nach Hause gefahren haben. Dann könnte man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Lawrence wegen des Geldes starb. Aber so kann man sich tatsächlich nur auf die Aussage der beiden Bekannten stützen. Interessant ist natürlich wieder das Urteil. Kleine Haftstrafen zur Bewährung. Dies wird euch wahrscheinlich wieder am meisten schockieren, dass ein junger Mensch sterben musste und die Strafen halt sehr gering sind und dann auch noch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Interessant ist natürlich auch wieder, dass weder Lawrence noch das Auto gefunden werden konnte. Aber wie wir ja nun alle wissen, heißt das nicht, dass dieses Fahrzeug nicht noch irgendwann gefunden werden kann, sofern es denn tatsächlich dort versenkt wurde, was ja auch noch fraglich ist. Ich meine, da muss man ja dann auch eine ziemliche Kaltblütigkeit haben, wenn man sich in ein Auto setzt, auf dessen Beifahrersitz dann ein Verstorbener wahrscheinlich im gefrorenen Zustand sitzt und fährt mit diesem Fahrzeug irgendwo hin und entsorgt es. Ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, wo das Fahrzeug denn jetzt abgestellt war, weil das wäre natürlich auch nochmal interessant zu wissen, welche Strecke man mit dem Auto dann zurücklegen muss, mit einer gefrorenen Leiche auf dem Beifahrersitz, um es dann dementsprechend in der Donau zu versenken. Aber wie schon gesagt, es bestehen durchaus noch Möglichkeiten, dass dieses Fahrzeug noch gefunden wird. Erinnern wir uns an den Fall Andy Beiermann. Das Fahrzeug mit ihm war auch jahrelang verschwunden, ist dann irgendwann wieder aufgetaucht im Wasser. Dazu hatte ich übrigens auch einen Clip gemacht. Ich werde euch da gleich auch nochmal den Link in die Beschreibung legen. Und erst vor wenigen Tagen gab es ja die Nachricht aus den USA, dass man nach 45 Jahren das Auto eines Vermissten gefunden hat. Das Fahrzeug wurde, glaube ich, dann auch gefunden, weil ein YouTuber dort gerade Videos machte und ihm fiel dann halt ein Autowrack im Wasser auf. Wenn ihr Lust habt, kann ich zu diesem Fall auch noch mal ein Video machen. Ich habe gerade noch mal bei einer schnellen Google-Suche noch sehr viele interessante Fälle gefunden, nach wie vielen Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich Personen auch in den USA wiedergefunden wurden. Und dann ist mir noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar am Anfang habe ich gesagt, dass die letzten News aus diesem Fall aus dem Jahr 2011 stammen. Das stimmt aber nicht. Da habe ich mich irgendwie vertan. Sorry,
aber das war halt dementsprechend aus dem Jahr 2002, wo dann dementsprechend der Diskothekenbesitzer verurteilt wurde. Okay, das war's jetzt einmal mit dem heutigen Fall. Ihr dürft wie immer gerne kommentieren und eure Meinung dazu schreiben. Bin mal gespannt, was ihr denkt. Vielleicht kommt ja auch wieder irgendjemand aus der näheren Umgebung von Lorenz und weiß ein bisschen mehr über diesen Fall und kann das eben in den Kommentaren nochmal kundtun. Okay, das war's dann erstmal. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und wie schon gesagt, der Fall passte halt relativ gut rein, weil wir jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit sind und der Fall sich auch in der Vorweihnachtszeit zugetragen hat. Bis dann, tschüss!